Prozess. Sie kannten das ja vielleicht auch als Zugang des Bremer Stadtoriginal, einer Bremerin, die zwischen 1815 und 1905 gelebt hat, also noch 90 Jahre alt wurde. Aber wie haben Sie sich angenähert? Wie macht man das als Künstlerin, wenn man eine solche Person darstellen will? Also ich wurde angesprochen von Herrn Engeland, dem Bauunternehmer, dessen Urgroßmutter es war. Und es gab aber, muss ich dazu sagen, außer in diesem Gesprächsaustausch, gab es relativ wenig Informationen. Es gab eigentlich auch kein Bildmaterial, bis auf die Postkarte, die man hier hinter mir sieht. Das war eigentlich so das einzige Bildmaterial, was ich hatte. Und sonst habe ich mich dann natürlich schlau gelesen über Mutter Cordes, und dann ging es im nächsten Schritt darum, einen Entwurf zu entwickeln, der also sowohl, also natürlich in erster Linie der Person gerecht wird, und dann gibt es natürlich auch andere Aspekte zu berücksichtigen, also jetzt der Standort, welches Format passt da am besten, mehr ein Längs- oder Quer- oder Hochformat, also solche Dinge fließen ja auch dann in einen Entwurf mit ein. Welche Rolle hat der Esel gespielt für Sie? Der Esel Anton, den wir hier auch sehen, ist ja sozusagen der Begleiter von Mutter Cordes, der Sie zum sogenannten Stadtoriginal gemacht hat, weil das so ein eigenwilliges Gespann war. Ja, also das fand ich einen ganz wichtigen Aspekt, deswegen habe ich ihn natürlich auch mit einbezogen in die Gestaltung. Man kann sowas natürlich nicht eins zu eins wiedergeben, sondern es geht darum, eine künstlerische Form zu finden, die der Aufgabe entspricht. Und da habe ich das eben so gewählt, dass die Person der absolute Mittelpunkt ist und der Esel und dieses Grünzeug, was sie verkauft hat, dass das die Attribute sind, die sie umgeben. Und ja. Wie schwierig ist denn, das eine Person darzustellen, der man auch auf Augenhöhe begegnen kann, also die man sehr genau betrachten kann, von der man gar nicht so genau weiß, wie sie aussah, denn ehrlich gesagt, dieses Bild ist so interessant, sie schaut uns frontal an, aber es ist ja ein bisschen verschwommenes Bild. Ja, ich hoffe, ich bin dem gerecht geworden. Es gibt einen Grund, warum es so wenig Fotos gibt von Mutter Cordes. Natürlich der eine Grund ist technisch, es gab wenig Fotoapparate, aber der andere war persönlicher Natur. Es gibt ein Zitat von einem Zeitgenossen von Mutter Cordes, das war der Georg Droste, der selber auch in sehr ärmlichen Verhältnissen gelebt hat, dann als blinder Korbmacher gearbeitet hat und dann plattdeutsch Literatur verfasst hat. Und er hat geschrieben, wenn jemand mit einem Film, mit einer Kamera ihr zu nahe kam, dann habe sie darauf gar nicht positiv reagiert, sondern sie wird fünsch und patzig. Fünsch und patzig, also ärgerlich und patzig mochte sie gar nicht. Okay. Und dieses Bild soll aufgenommen sein, heimlich durch das Fenster eines Kontorhauses. Kann man natürlich sagen, hätte man respektieren sollen, sie will nicht fotografiert werden, aber gut, heute sind wir froh, dass wir wenigstens ein Bild haben, und sonst hätten Sie auch gar nichts tun können, oder? Hätten Sie sonst eine ganz freie Figur? Ja, dann hätte man natürlich überlegen müssen, wie man das gestaltet. Wenn man jetzt überhaupt keine Bildvorlage gehabt hätte, ja, hätte man das allgemeiner fassen müssen. Also, und was ist für Sie die allgemeine Essenz dieser Figur, jetzt mal abgesehen von der Physiognomie und so weiter, wo wir jetzt sehr realistisch sprachen. Was ist sozusagen für Sie die Geschichte oder das Wichtige an der Geschichte von Mutter Cordes? Ja, das Wichtige an der Geschichte ist natürlich, dass sie ihr Leben wirklich diese Aufgabe angenommen hat und auch versucht hat, ihre Kinder also allein durchzubringen, sich nicht auf, damals gab es natürlich noch keine Sozialsysteme. Das ist für mich die Hauptgeschichte dieser Person. Ne? Und deswegen finde ich es natürlich auch gut, dass sie jetzt also so eine Resonanz und Ehre erfährt. Die Eigeninitiative, die war offenbar sehr einprägsam und hat auch die Zeitgenossen damals beeindruckt, deswegen wurde sie auch unterstützt. Zunächst indem sie einen Hund geschenkt bekam, der Saladin, der ihren Karren gezogen hat, dann starb der Hund, dann war wieder eine große. Und darüber will ich jetzt gerne noch ein bisschen sprechen, über den weiteren Lebensverlauf. Und die Frage ist, ob eigentlich Angelika Engeland inzwischen eingetroffen ist.
Das ist nämlich die Urenkelin, die Ururenkelin genauer gesagt, von Meta Cordes. Die will noch zu uns stoßen heute. Aber solange sprechen wir noch über das Leben. Wenn der Meier und Meier vorbei ist. Also ihr könnt euch darauf einstellen, genau dieser LKW Meier und Meier wird heute mindestens fünfmal vorbeifahren. Denn das hat er gestern Abend auch getan. Irgendwie hat er solche Rundläufe hier. Ja, Meta Cordes ist 1815 geboren. Da waren gerade mal die Franzosen abgezogen aus Bremen. Also es ist wirklich eine ganze Weile her. Und die spannende Frage ist, ob wir es wirklich schaffen, im Laufe des Abends den Bogen zu spannen zu einer heutigen Relevanz dieser Person. Da bin ich, haben wir ja verschiedene Aspekte, die wir da besprechen können. Und ich finde es auch wichtig, dass wir nicht bei dem sogenannten Stadtoriginal stehen bleiben, weil das die Gefahr birgt, dass wir es nostalgisch verbrämen. Wir müssen ja gucken, was war das für eine knallharte ökonomische Realität, der sie als alleinstehende Frau ausgesetzt war. Was sind das für Strukturen dahinter? Und wie sind solche Strukturen heute von Alleinstehenden in Bezug auf Altersarmut? Also diesen Bogen versuchen wir heute zu spannen. Um aber doch ein bisschen über die Geschichte zu erzählen. Sie war eine Frau aus Oberneuland, die eine Bauerstochter war, dann zur Dorfschule dort ging und dann aber in die Stadt kam, weil sie eine Haushaltsstelle hatte. Das haben Sie vermutlich auch recherchiert damals. Ja. Und dann fand ich auffällig, dass sie für damalige Zeiten wahnsinnig spät geheiratet hat, mit 27 Jahren. Was sie für eine gewisse Eigenständigkeit doch spricht. Und sie hat einen Zigarrenmacher aus der Neustadt geheiratet, Karl Cordes. Es wird als glückliche und dann starb aber Karl Cordes und zwar nach sehr langer Krankheit und das war ökonomisch verheerend, weil in dieser langen Krankheitsphase alle Ersparnisse aufgebraucht wurden. Wenn es hier doch noch untermutete Verwandte auftauchen, kommen Sie mit nach vorne, tragen Sie mit bei zur Legendenbildung oder Legendendekonstruktion, wie auch immer. Herzlich eingeladen zu Kommentaren und Statements, wenn Sie was beitragen wollen. Gab es da für Sie biografische Aspekte, die Sie besonders wichtig fanden? Also dieses leicht eigenwillige und verschrobene, so ein bisschen auch durch die Stadt zu ziehen und über die Gassenjungen zu schimpfen, die ihren Esel ärgern, sind das so Aspekte, also ich meine, wenn ich mir das angucke, wie Sie es gestaltet haben, die wirkt ja so ein bisschen schon auch nicht nur heiter, sondern so ein bisschen, hat ein bisschen so ein was Grimmiges manchmal, oder? Ja, aber Selbstbewusstes. Ne? Ich meine, wenn man sich so durchs Leben kämpfen muss, dann ist man natürlich nicht eine verhuschte Persönlichkeit, ne? Sondern dann steht man wirklich mit beiden Beinen auf der Erde. Und darum ging es mir auch, dass, also, dass so etwas auch sich dem Betrachter vermittelt. Sie hat ihren Ruhm in Bremen dadurch begründet, dass sie einen Opernauftritt hatte. In Wallanlagen stand das Staatstheater, wo heute der Theaterberg ist, ein prächtiger Bau. Und dieser prächtigen Kulisse hatte sie einen Theaterauftritt, weil der Bajazzo gegeben wurde. Eine Oper, in der ein Thespiskarren vorkommt, also ein Theaterkarren, der vom Esel gezogen wird. Und dafür wurde natürlich Mutter Cordes engagiert. Und ich fand schon mal bemerkenswert, dass diese Aufführung hier im Bremer Staatstheater ziemlich kurz nach der großen Premiere an der Mailänder Scala stattfand, an der Uraufführung. Also dann war schon Bremen dran, mit Mutter Cordes ihren Auftritt hatte, aber ihren Auftritt verpatzt hat. Sie kam also schon im ersten Akt über die Bühne, hätte der zweite Akt sein sollen. Und war dann aber, darum erzähle ich das überhaupt nur, völlig unbeeindruckt vom Theaterdirektor, der tobte und schrie und ihr so Vorwürfe machte. Und ihre Reaktion soll gewesen sein, Gott, yo, ist doch man Ahlens Komödiantenspiel. Ist doch nur Komödiantenspiel. Also sie war sozusagen auch vor der tosenden, prächtigen, neobarocken Theaterkulisse nicht zu beeindrucken, sondern zog das durch ihren Esel über die Bühne und war damit zufrieden. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Wenn man natürlich solche Prioritäten im Leben hat, dann sind solche Probleme natürlich verschwindend gering. In der Tat, sie hat aber Probleme mit den Gassenjungen, das habe ich schon erzählt, vielleicht auch Gassenmädchen, das weiß ich nicht. Die haben den Esel immer geärgert und das war wirklich ein Problem, weil dann auch ihr Unternehmen stockte, weil der Esel dann störrisch wurde und nicht mehr weiterlaufen wollte. Und sie hat eine Anzeige aufgegeben. Kennen Sie die Geschichte? Nee. Eine Anzeige in der damals relevanten Zeitung. Welche war das wohl? Wo musste man inserieren, um die Bevölkerung aufzufordern, den Esel in Ruhe zu lassen? Es war da die Festschrift des, die Festzeitung des Bremer Schützenvereins. So hat man damals Leute erreicht.
habe einen verpflasterten Daumen. Entschuldigen Sie mein langsames Umblättern. Jetzt. Ja, ich habe mir das besorgt, diese Annonce. Und sie lautet, hat eine große Überschrift, da steht Esel in Sperrbuchstaben. Esel. Und dann heißt es, Esel sind auch Tiere, welche den Menschen nützen und womit ich als 77-jährige Witwe meinen Lebensunterhalt erwerben muss. Aber täglich muss ich sehen, dass rohe Menschen und Kinder aus jedem Stande mein Tier in roher Weise quälen. Ich bitte daher jeden Tierfreund, mir doch beizustehen, damit ich ungeschoren meinem Erwerb nachgehen kann. Gleichzeitig empfehle ich mein Fuhrwerk zu leichten Frachten. Das hatte anscheinend Erfolg. Sie hat dann auch Aufträge bekommen. Und das finde ich wiederum spannend, dass sie jetzt nicht einfach bei ihrem Gemüse geblieben ist, sondern geguckt hat, was ist los in der Stadt, wo brummt es ökonomisch, und das war der Hafen. Und das war der Tabakhandel im Hafen. Und sie hat dann also die sogenannten Packhausfeksel, also das zusammengefegte, übrig gebliebene, weiter sortiert. Sie war die Witwe eines Zigarrenmachers, sie wusste, was ist Deckblatt, was ist inneres Blatt und so weiter, und hat damit ein Tabakgeschäft quasi aufgemacht, wo sie dann die harte ökonomische Realität wieder eingeholt hat, weil der Freihafen gegründet wurde. Und da war das Zollausland. Da wurde der Zollzaun gebaut, der jetzt vor 15 Jahren, 20 Jahren, ach länger schon, also der Wall steht ja noch, auf dem der Zaun damals stand, um das Hafengebiet herum. Also dann war das Geschäft auch wieder vorbei. Ich will damit sagen, es war nicht einfach so, dass sie dann ihr Auskommen hatte, sondern musste immer wieder sich neu orientieren, mal wieder neu kämpfen, um sich durchzuschlagen. Und zeitweise musste sie ihre Kinder, es waren 5, auch ins Waisenhaus geben, in der Stader Straße, weil sie keine Möglichkeit hatte, die immer zu ernähren. Also es ist jetzt nicht so eine nostalgisch zu verbrennende Geschichte, dann hatte sie da ihr Auskommen gefunden. Das war bis zuletzt auch immer wieder ein Kampf. Ist mittlerweile die Urenkelin anwesend? Sonst muss ich ja alles auch weitererzählen. Eine Sache finde ich noch wichtig, dass sie auch in ihre Grenzen kam, als Bremen immer mal ein Zusammenstoß in der Kaiserstraße. Ich weiß nicht, wo die damals war. Weiß das jemand? Die historische Kaiserstraße gibt es ja nicht mehr in Bremen. Also irgendeine, vielleicht Bahnhofsstraße, ich weiß nicht, irgendeine große Straße. Und sie stieß tatsächlich mit diesem Fuhrwerk mit der Straßenbahn zusammen. Und das war eine harte Sache, sie war im Krankenhaus. Und am härtesten war das für den Esel. Der Esel musste ins Krankenhaus gebracht werden, an das Bett seiner Herrin, so wird es beschrieben, weil er sonst immer nur kläglich iarte und es nicht ertragen konnte, dass die beiden getrennt sind. Und daraufhin hat sie ihr Fuhrgeschäft aber doch aufgegeben, weil sie gemerkt hat, das ist jetzt für sie nicht mehr machbar. Weil sie sich da nicht mehr gewachsen gefühlt hat, war sie 80 Jahre alt bei diesem Unfall. Weiß man, was aus den 5 Kindern geworden ist? Aus den 5 Kindern sind 16 Enkel geworden. Aha. Und einer dieser Enkel, Karl Cordes heißt er auch, nee, Robert Cordes heißt er, der hat dann mal später gesagt, man später von Mutter Cordes erzählt, wovon wenige der Wahrheit entsprechen. Deswegen nochmal, die Urenkelin fehlt mir jetzt total, um sozusagen die Familienlegende daneben zu setzen, wer weiß, was da für verschiedene Facetten aufgetaucht werden. Eine Facette ist noch die, dass dieser Esel ihr geschenkt wurde von der Neustädter Totenlade. Die Totenlade, kennen Sie sowas noch? Nein. Sie war viel zu jung, genau. Das war die Sterbeversicherung. Aha. Die also sozusagen ein gemeinsames Einzahlen in eine Totenkasse, damit dann die Beerdigung desjenigen bezahlt werden kann, der eben gestorben ist. Und in der Neustadt wurde wenig dann gestorben in der Zeit. Die Kasse wurde immer größer und der Verein beschloss, einen Pfingstausflug zu machen. Da ordentlich das mal krachen zu lassen. Und da war es ein ganz verregnetes Pfingsten. Mhm. Und das Geld war immer noch nicht ausgegeben. Und man beschloss, man kauft einen Esel für Mutter Cordes. Das war also immerhin eine Form von Solidarität damals auch. Ja. Der Esel heißt deswegen Anton, weil der Mensch, der die Idee hatte, einen Küpermeister namens Anton Spohler, Anton hieß. Und so hieß dann auch der Esel. Ja, was kann man noch erzählen von Mutter Cordes? Oder gibt es Fragen soweit? Das können Sie gerne beteiligen. Wir können das ein bisschen in Gespräche entwickeln. Sonst würde ich nur noch den etwas... Frau Engeland Brugmann? Nein. Eine Frage. Eine Frage, ja. Es waren 2 Töchter und 3 Söhne. Wenn ich das summiere, sind wir genau in der Mitte. 5. Ich habe mich auch gewundert, wir sprachen auch drüber, warum da 6 stehen. Da dachte ich, vielleicht haben die in der Familie noch ganz andere Informationen bekommen. Nein,
aber ich habe im Internet auch nochmal recherchiert jetzt und da habe ich auch irgendwo sechs Kinder gefunden, wo ich auch etwas erstaunt war. Also meine Quelle ist der Robert Cordes, dieser Enkel, und der spricht eben von zwei Töchtern und drei Söhnen. Ich denke, er ist noch relativ nah dran. Ja. Weiß das wohl. Es waren viele Kinder und das war für die Ernährungslage, das war für, es war ein echtes Armuts, ein echter Armutsfaktor. Ja, absolut. Okay, ja. Jetzt gehen wir noch einmal ein bisschen weg von Mutter Cordes und sprechen über diesen konkreten Platz. Ja, ich möchte Sie als Bildhauerin fragen, als gestaltende Künstlerin. Es ist eine Kleinstadt, weil wir meinen, dass auch diese Innenstadt auch aus den Randbereichen heraus entwickelt werden soll, dass man so kleine Flächen, Oasen braucht, die sich so und Aufenthaltsqualitäten bieten, Begegnungsflächen darstellen. Aber was könnte man denn machen hier? Was wäre denn sozusagen eine mögliche Gestaltung? Also die erste Frage wäre, damit fangen wir vielleicht gleich an, ist es denn möglich, dass die Mutter Cordes sich umdreht, sie wendet uns jetzt den Rücken zu und auf ihren künftigen Platz drauf schaut? Ich möchte das nicht ausschließen. Also bis jetzt war es natürlich sinnvoll, dass sie so gestellt ist, weil der Hauptweg quasi da an den Bürgersteig entlang läuft. Aber das kommt ganz darauf an, wie die neue Platzgestaltung ist. Und da wäre ich dann also offen, dass man sowas natürlich auch ändern kann. Na? Auf unserer Homepage auf boell-brehm.de haben wir eine Möglichkeit eingerichtet, dass man Ideen beisteuern kann. Was machen wir mit so einem kleinen Platz? Das finde ich eine echte Herausforderung. Wir müssen ja nicht so tun, als ob wir hier ganz viel Fläche hätten. Das ist also eine kostbare Fläche. Baum und Bank geht immer, ist auch immer gut. Mhm. Aber hätten Sie noch andere Ideen? Also ich habe das ja in Ihren Papieren gelesen mit diesen Pflanzkübeln, die man also dann auch quasi bewirtschaften kann, was ja wieder anknüpft an der Situation von Mutter Cordes. Sowas finde ich natürlich auch eine schöne Geschichte, weil das auch so einen Platz natürlich lebendig macht, ne? Wenn Leute immer kommen und sich um ihre angepflanzten Geschichten kümmern. Ja, und wichtig fände ich natürlich auch, dass man irgendwo Punkte hat, wo man sich hinsetzen kann, weil man kennt das aus den ganzen Plätzen im Süden, wo das immer üblich ist, dass man sich auf der Piazza trifft. Und ich immer feststelle in den Innenstädten, das ist kaum so, außer den Cafés natürlich, aber dass es kaum so Plätze gibt, wo man mal verweilen kann. Die Frage wäre ja auch, ob man das Pflaster ein bisschen anders machen kann, damit es eine einheitliche Pflasterung ist, auch über die Straße hinweg. Die Straße ist ja Fußgängerzone, könnte also sozusagen eine Platzpflasterung haben. Dann hätten wir sozusagen schon bis zur Stecker hin, bis zur Konditorei, hätten wir schon noch ein größeres Dreieck. Gibt es hier bei euch Ideen? Möchte jemand was beitragen, was vorschlagen? Wer wünscht sich einen Springbrunnen oder was viel Originelleres vielleicht auch? Wollen Sie jetzt das Mikro nehmen gerade? Wenn es hier einen überdachten Sitzplatz gibt, wenn es denn regnet, dass man dann auch im Regen sitzen kann hier. Ja, aber die Pflanzkübel, das Urban Gardening in der Tradition von Mutter Cordes, da muss der Regen ja schon auch durchkommen. Ja gut, ne? Aber das ist ja unabhängig voneinander. Weitere Ideen, bitte? Ja, ich könnte mir vorstellen, so ein Pferdefuhrwerk zum Beispiel einmal in der Woche hier vielleicht vorbeizufahren lassen oder so, um den Autos ein bisschen Konkurrenz zu bieten. Das hat ja auch mal in Hackebecks, hat ja auch mal hier die Pferdefuhrwerke. Die Kaltblüter, diese gewaltigen. Genau, die großen Kaltblüter. Vielleicht einmal in der Woche hier vorbeifahren und dann auf jeden Fall dringend das Pflaster aufreißen, um auch generell die Stadt mal ein bisschen kühler zu machen. Weil ich bin ja letzte Woche hier in der Stadt gewesen, da war 60 Grad an den Steinen, weil die Sonne hat das so dermaßen aufgeheizt. Und da geht jede Pflanze bei kaputt, wenn es nicht dauerregnen würde hier. Ne? Also sowas könnte ich mir gut vorstellen. Und außerdem, das wäre ein Eyecatcher, ne? Wenn mal so Kaltblüter hier vorbeirauschen würde und hier mit Vollbremsung hier anhalten würde und dann eben halt eine Zeit lang verweilen würde, vielleicht auch mal ein Bier irgendwie ausschenken oder klares Quellwasser, ne? Kann ich mir auch sehr gut vorstellen und sowas. Ne? Also sowas kann ich mir gut vorstellen.
Was ja hier bald nicht mehr vorbeirauscht, ist dieser Verkehr hier. Das Parkhausmitte wird abgerissen, das wisst ihr alle. Also wir werden hier eine große Verkehrsentlastung auch haben. Der Platz wird an Qualität gewinnen. Gibt es noch? Würde das denn auf eine Ebene gehen? Also jetzt, dass die Kantsteine wegkommen, dass das wirklich eine Platzsituation dann ist? Das wäre meine Idealvorstellung, genau, dass der Kantstein weg müsste, damit natürlich Abwasser muss irgendwie abfließen, aber da kann man ja auch mit Neigungen das machen. Mhm. Ja, weitere Ideen? Ein Brunnen. Für Trinkwasser. Trinkwasser. Und Gießen. Ja? Längs dieser Kante eine lange Sitzbank, so wie vor der HKK, vor der Handels... Okay, weitere Ideen? Sonst der Abend geht doch noch ein bisschen, wir haben gerade das angefangen. Wer noch Ideen hat, streut sie bitte immer gerne ein. Oder geht auf www.boerl-bremen.de, da könnt ihr das auch digital hinterlassen. Ja, wir würden jetzt langsam den Bogen schlagen in die Moderne. Vielleicht wollen Sie noch was beitragen, gerade zur Platzgestaltung. Dann will ich jetzt einen weiteren Gast dazu holen. Und das ist ein Gast, der wahnsinnig kurzfristig zugesagt hat. Da bin ich sehr dankbar für, das ist unsere Landesfrauenbeauftragte, Bettina Wilhelm. Das war deswegen so kurzfristig, weil wir natürlich dieses Thema Geschlecht und soziale Ungleichheit, das steckt da strukturell dahinter. Spezieller noch dann in der Altersarmut alleinstehender Frauen, weil wir das natürlich uns genau anschauen wollen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass Sie kurzfristig eingesprungen sind. Frau Wilhelm, wenn Sie jetzt nach vorne springen mögen, dann setzen wir das Gespräch fort. Herzlich willkommen. Sie sind seit 2,5 Jahren die Bremer Landesfrauenbeauftragte. Und Ihr Dienstsitz ist ja auch gleich hier. Das ist die Bremische Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau. Hier ein paar Schritte weiter. Das ist die eine Achse und hier stehen wir auf einer anderen Achse. Ich weiß nicht, ob das allen so bewusst ist. Da drüben in dem Eckhaus, wo jetzt der Europapunkt drin ist, wo die blauen Stühle herkommen, da war historisch das Vereins, also des Vereins, der sich zeitgenössisch zu Metacordes darum gekümmert hat, dass eben Ausbildung ermöglicht wird. Ottilie Hoffmann kennt ihr alle als Frauenrechtlerin, die da stark aktiv war, Marie Mindermann auch, die übrigens auf Platt auch geschrieben hat, die auf Platt diese frauenpolitischen Themen auch vertreten hat, also auch Plattdeutsch, also die Diskussion, die wir nachher noch führen, nennen wir das Ganze Muttercordesplatz oder Metacordesplatz, klingt auch schon mal an, wollen wir mit Plattdeutsch weitermachen. Jedenfalls, es gab frauenrechtlich starke Positionen, die auf Platt vertreten wurden, von Marie Mindermann, die hat dort gewirkt. Das heißt, Frau Wilhelm, wir stehen ein bisschen auf so einem Knotenpunkt, ne, von aktueller und historischer Frauenpower. Wenn der Platz dann auch noch kommt, dann haben wir hier einen guten Punkt gesetzt. Ja, aber um es wieder ein bisschen zu ernüchtern, Ausgangspunkt ist ja auch die unglaublich geringe Repräsentanz von Frauen im öffentlichen Raum. Deswegen wird jetzt kein männlichen Platzpatron vorgeschlagen. Es war klar, dass ganz dringend eine Frau muss und dass eine Frau da wichtig ist. Und Sie haben es ja auch kurzfristig recherchiert noch. Wir machen es mal ein bisschen im Publikum zusammen mit Ihnen allen hier. Es gibt in Bremen ziemlich genau 5.310 Straßen und Plätze, die irgendwelche Namen haben. Und die Frage, die Sie jetzt mal raten könnte, ihr raten könnt, ist, wie viele Plätze und Straßen sind denn in Bremen nach Frauen benannt gegenwärtig? Einfach Schätzungen. 30. Von 5.310, 30, okay. 100. 310. 310. Wer bietet weniger oder mehr? 150. 50? Okay. Also euer Pessimismus ist realistisch. Es sind 97 im Augenblick. Aber jetzt müssen wir natürlich fair sein. Jetzt müssen wir sagen, natürlich sind nicht alle Straßen und Plätze überhaupt nach Personen benannt. Das haben Sie, glaube ich, nochmal genau recherchiert. Genau. Wie sieht's aus?
Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin nicht nur seit knapp drei Jahren Landesfrauenbeauftragte, sondern bin auch erst seit dieser Zeit hier in Bremen. Und dieser Platz hier, das ist mein täglicher Weg zum Rathaus. Und da können wir ja nachher noch mal über den Platz sprechen. Aber kurz zu den Frauennamen. Sie haben recht, 5310 Straßenbenennungen insgesamt. Davon sind 1005 nach Personen benannt. Also die anderen muss man einfach abziehen, weil das neutrale Benennungen sind und davon wiederum 97 nach Frauen. Man kann also so sagen, Pi mal Daumen ist es jeder zehnte personenbenannte Straßen nach einer Frau. Also da ist noch Luft nach oben. Interessant fand ich dann auch, wenn man mal schaut, warum ist das denn so? Natürlich geht es um die Repräsentanz von Frauen im öffentlichen Raum, die ist zu gering, weil einfach die, sag ich mal, die Wertigkeit, die Leistung von Frauen nicht so anerkannt wird. Und es hat aber auch in der Gesetzgebung eine Änderung gegeben. Und denn seit 2008 ist es nicht dem Senat mehr überlassen, die Straßennamen zu benennen, sondern die Beiräte benennen die Straßennamen. Und damit ist es nicht besser geworden, denn wir haben seit 2008 genau 100 und davon sind nur 14 an Frauen gegangen. Also 14 das heißt, von 100, sagten Sie gerade? Genau, von 195 Straßenbenennungen seit zwischen 2008 und 2018, also in 10 Jahren, sind 14 an Frauen gegangen. Ja, so wird es nicht besser. Nee, genau, so wird es nicht besser. Und das ist was, was wir insgesamt beobachten. Man denkt immer so, naja, gewisse Dinge, die wachsen sich so aus oder mit der Zukunft, da wird es besser. Nein, leider ist es nicht so. Und auch bei Ungleichheiten ist es leider nicht so, dass es mit der Zeit einfach besser wird. Das heißt, wir müssen was tun. Und diese Initiative begrüße ich außerordentlich. Und wenn Sie mich fragen, Metacordes oder Muttercordes, ich bin ganz klar von Muttercordes. Zum einen finde ich das Wort Mutter total schön. Ich spreche das vielleicht falsch aus, also Sie können das bestimmt viel besser als ich. Aber damit ist einfach auch die soziale Rolle dieser Frau auch mit angedeutet und da kommen wir ja später nochmal drauf. Wir können da gleich kurz einen Punkt von machen. Genau. Oder wollen Sie? Ja, ich würde eigentlich auch noch gern, es gibt ja verschiedene Dimensionen hier bei dem Thema. Das eine Thema ist die Straßenbenennung, also mit ihrem Denkmal die Sichtbarkeit von einer Frau, aber es geht auch darum, wer bekommt denn einen Auftrag? Wer bekommt denn überhaupt Aufträge? Und auch das habe ich recherchieren lassen. Und zwar, wir haben hier 180 Kunstwerke im öffentlichen Raum in Bremen und davon sind genau 18 von Frauen gestaltet. Und Sie sind die meistvertretenste Künstlerin, nämlich 4 von Ihnen. Also herzlichen Glückwunsch. Das waren ja auch genau 10%, wenn ich das jetzt richtig mitgerechnet habe. So wie bei den Straßennamen sind es auch genau 10% nur der Kunstwerke. Genau, und da gibt es noch eine interessante Perspektive dazu. Viele Denkmäler, wo Männer abgebildet sind, die stehen auf dem Sockel. Die Männer stehen ganz oben. Bei allen Denkmälern, wo Frauen abgebildet sind, sind sie auf Augenhöhe. Mir gefällt die Augenhöhe viel besser, aber das sagt natürlich auch was aus. Wen stellt man auf den Sockel und wem begegnet man auf Augenhöhe? Also auch das finde ich eine interessante Perspektive, die sich ja auch künstlerisch mit dem Thema Frauen und Denkmäler und Bremen beschäftigt hat. Und insgesamt kann man einfach sagen, es sind viel, viel weniger Bildhauerinnen als Bildhauer. Es gibt auch weniger. Genau, es das gibt ist auch, genau. auch von der Geschichte her eigentlich ein Männerbüro. Richtig, ne? Richtig. Und es gab hier in Bremen 2019 ja eine wunderbare Ausstellung zu Bildhauerinnen im Paula Moders und Becker Museum und im Gerhard Marx Haus, wo 50 Bildhauerinnen im Grunde ja dargestellt wurden und da durfte ich die Eröffnungsrede halten und mir ist es damals einfach so klar geworden, was für eine Männerdomäne das war. Mhm. Man hat den Frauen einfach auch überhaupt nicht zugemutet, weil gerade die Bildhauerei natürlich auch was ist, womit viel Kraft, Körperlichkeit eingesetzt wird. Schwere körperliche Arbeit dabei. Körperliche Arbeit und das hat man einfach auch den Frauen abgesprochen und deshalb gibt es insgesamt viel wenig Bildhauerinnen. Mhm. Also auch das nochmal eine interessante Perspektive und ich freue mich sehr, dass Sie auch heute hier sind und Sie kennenlernen darf. Danke. Ja, die Frau Kebeck, die Sie erwähnt haben, die wäre auch sehr gerne hier heute Abend. Die ist heute Abend in Hamburg und macht ein ähnliches Thema.
Also es ist schon was im Gange, aber viel zu wenig. Und Sie haben jetzt auf der politischen Ebene auf die Beiräte verwiesen. Ich habe die ja sehr gelobt am Anfang, weil die so schnell die Initiative hier positiv aufgenommen haben. Ich verstehe es noch nicht ganz, wo es wirklich hakt. Es gibt ja das Bewusstsein dafür schon viele Jahrzehnte, seit den 70ern würde ich sagen, spätestens. Es gibt das Bremer Frauenmuseum, die ganz viel Biografiearbeit geleistet haben, die, glaube ich, auch richtige Listen haben, die sie auch den Beiräten und der Verwaltung zur Verfügung stellen, nach wem man denn Plätze, nach welchen Frauen man Plätze und Straßen benennen könnte. Haben Sie noch mal eine Erklärung, warum doch eigentlich alles da ist und die Beiräte doch unsere wichtigen basisdemokratischen Institutionen sind? Wo hakt es? Naja, insgesamt sind es ja nicht viele Möglichkeiten, wenn man jetzt sagt, seit 195 Mal in 10 Jahren, das ist ja jetzt nicht so häufig, wenn man das auf alle Beiräte verteilt, dann ist das ja nicht so eine häufige Möglichkeit, dass man eine Straße überhaupt nach einer Person benennen kann. Und dann stehen die Frauen eben in Konkurrenz zu Männernamen. Und eben, dann geht es ganz klar um eine Konkurrenz und um eine Abwägung und da wird sich dann eben häufig entscheidet man sich dann anders, obwohl dieses Missverhältnis bekannt ist und obwohl es auch eine Aufforderung gibt vom Senat, mehr Straßen nach Frauen zu benennen. Aber leider wird es dann in der Praxis, fällt es dann eben doch im Vergleich dann hinten runter. Und das ist natürlich sehr schade. Spielt vielleicht auch eine Rolle, wie die Beiräte besetzt sind. Ich natürlich. Weiß es nicht. Auch das kommt natürlich dazu. Da haben Sie absolut recht. Ja. Wissen Sie das? Sind da die Männer sehr, sehr stark in der Überzahl? Ich weiß es selber nicht. Nein, ich weiß es nicht genau. Ich weiß nicht genau, wie die, auch die Beiräte sind natürlich, also ich weiß es nicht genau, da würde ich mich jetzt nicht... Ich würde behaupten, das wäre relativ, ja. Also im Vergleich zum Bundestag ist es schon ein besseres Verhältnis. Ja, 33%. Jetzt hören wir bei dem Namen schon Metacordes, Muttercordesplatz. In der Stiftung diskutieren wir das auch. Erst war natürlich die Muttercordes da, weil ihr Denkmal auch so heißt und das ist halt der bekannte Name. Wir haben uns dann überlegt, naja, aber wir wollen ja schon, wie gesagt, nicht die Stadtlegende einfach perpetuieren, immer weiterführen. Es geht um die ganze Persönlichkeit und die hat einen Namen und der wird selten genannt. Wissen viele gar nicht, die heißt Meta, klingt so ähnlich wie Mutter, aber es ist eben M-E-T-T-A, Metacordes. Also ich finde, es spricht auch was dafür zu sagen, in allen Aspekten der Persönlichkeit ist es die Metacordes. Wie sehen Sie das, Frau Baumgärtel? Also ich wäre auch ja, sie ist unter dem Namen sehr bekannt und das drückt auch noch aus, worum es geht. Und von daher fände ich das die bessere Lösung. Gibt es dazu Meinungen hier von euch? Ja, stimme zu. Wem stimmst du zu, Bernd? Ja. Der Mutter. Hat auch gute Gründe. Weitere Statements? Wer ist für Meta? Oder da hinten, ich habe das Licht ja ein bisschen in den Augen, aber da meldet sich jemand, ne? Ja, schöne Anregung. Vielleicht will das die Zentralstelle tun. Ja, also das ist eine schöne Anregung. Ich glaube, für beide Varianten spricht etwas. Natürlich haben Sie recht, dass ein Vorname zu dieser Frau gehört und der Vorname macht sie natürlich auch vollständig und das ist wichtig. Bei Muttercordes finde ich so interessant daran, dass man sich natürlich fragt, warum bekommt eine Mutter ein Denkmal? Also das ist einfach so ungewöhnlich und man macht neugierig damit und das wäre sowas, wo ich sagen würde, aber die Idee, sowas auszuschreiben und die Bevölkerung zu befragen, das ist natürlich durchaus möglich. Gibt es weiteres, Emmins? Ja? Ich fand es ganz erfrischend, als ich den Vornamen mal gelesen habe, weil ich dachte, es ist auch interessant, dass der gar nirgendwo vorkommt und dachte, ich finde das Spannungsfeld eigentlich, dass da vorne das Denkmal von der Muttercordes steht und so ein Platz Meta heißt, irgendwie finde ich, regt das an, darüber nachzudenken und transportiert es für mich irgendwie auch besser in die Jetztzeit.
Und gleichzeitig hatte ich noch einen Gedanken, und zwar zu dieser Platzgestaltung, dass ich dachte, es sind so viele interessante Aspekte jetzt hier auch genannt worden, dass ich dachte, man könnte auch wie solche Hörknochen machen, wo vom Frauenmuseum oder ich weiß nicht, wo immer wieder neue Dinge eingespielt werden und man sich hier hinsetzt. Viele sind einfach nur einkaufend hier unterwegs und sich verschiedene Aspekte irgendwie dazu anhört. Bitte. Wir dürfen das Mikrofon teilen, weil wir eine Haushaltsgemeinschaft sind, unter anderem. Oh, jetzt nochmal alles. Also ich fand es spannender zu sagen, man benennt den Platz nach, oh Gott, nach Metacordes, dann hätte man dieses Spannungsfeld zwischen dem Denkmal, das Muttercordes heißt, und Metacordes, und das würde nochmal für mich einen anderen Transport in die Jetztzeit bedeuten. Und der zweite Aspekt war, dass ich gesagt habe, ich fände so ein Hörknochen hier eigentlich gut, weil ich diese Anregungen gerade toll fand und dachte, das sind so viele Informationen und ich fände das schön, wenn man sich hier in Ruhe hinsetzen könnte und so ein Hörknochen mal zwischendurch zur Hand nehmen könnte und verschiedene Aspekte, die vielleicht vom Frauenmuseum oder von Ihnen gefüttert werden, dann immer mal wieder zwischendurch hier aufnehmen könnte. Danke, ich glaube, Sie haben sich auch gemeldet. Ja. Wollt ihr auch Mikrofon? Da ist noch ein freies Mikrofon, was noch nicht koronös genutzt wurde. Also ich habe gedacht, ich finde das eigentlich auch ganz interessant, was Sie vorgeschlagen haben, dass man Mutter und hier vielleicht Meta nimmt. Weil ich finde ja nun gerade ist ja eine Sache, dass da eine Mutter aktiv ist. Und die andere Seite ist ja, dass sie eben im Grunde eine kleine Unternehmerin ist. Und das finde ich, kann man ja, also das ist ja das, was Frauen über Jahrhunderte immer gemacht haben, den Laden am Laufen zu halten und überall in allen Berufen eigentlich tätig waren und eben nicht nur auf diese Funktion Mutter. Also das finde ich schon auch eine gute Sache, beides zu haben. Danke. Ich sehe euch schlecht, ihr müsst euch deutlich melden, wenn ihr noch was oder einfach die Stimme erheben. Okay, dann verlassen wir an der Stelle mal kurz die Namensdiskussion, die ich aber schon sehr anregend fand. Und Frau Wilhelm, jetzt gehen wir ein bisschen auf das Strukturelle. Also die geringe Repräsentanz der Frauen, 10% bei Straßen und Plätzen, genauso wenige 10% bei Kunstwerken im öffentlichen Raum, ist natürlich Ausdruck einfach einer Missachtung. Das ist das eine. Es gibt die Frauen, nach denen man benennen könnte, es wird nicht getan. Zum anderen sind natürlich Frauen viel weniger präsent in Führungspositionen, hatten weniger Gelegenheit, Ruhm, Macht, Ehre, Bekanntheit zu erwerben, was sie dann prädestiniert für Benennungen. Wir sind also beim Thema Geschlecht und soziale Ungleichheit. Jetzt gucken wir mal das große Ganze an. Da haben Sie auch Zahlen wahrscheinlich. Übernehmen Sie mal bitte. Ja, ich finde es einfach mal schön, nochmal die Person Muttercordes anzuschauen. Und da entdeckt man eben viele Dinge, also wenn man das Thema Armut betrachtet, wo sich eben heute nichts geändert hat in dieser langen Zeit. Also Muttercordes war alleinerziehend, sie war Witwe, sie hatte 5 Kinder. Man kann sagen, wir würden heute sagen, sie hat ein Start-up, also sie hat gegründet, klein. Hat ziemlich geruckelt auf ihr Start-up. Hat geruckelt, aber sie war im Grunde eine Solo-Selbstständige. Ja. Sie hat vermutlich war sie auch gering qualifiziert. Und das sind alles Merkmale, wo man sagen kann, das ist eben, sind auch Merkmale für Armut. Und wenn man, und Sie haben vorher gesagt, diese Heirat, diese späte Heirat mit 27 Jahren, ein Zeichen der Eigenständigkeit, vielleicht. Wissen wir nicht. Oft war es auch ein Zeichen von Armut. Man konnte sich keine Hochzeit leisten oder wurde nicht geheiratet, weil man eben keinen Besitz hatte. Also man war, also auch das mit Armut hat oft auch was mit Armut zu tun. Man wurde, hatte vielleicht schon auch uneheliches Kind oder weiß ich jetzt überhaupt alles gar nicht, aber dieses späte Heiraten war nicht unbedingt ein Zeichen von Eigenständigkeit, sondern einfach auch oft ein Zeichen von nicht attraktiv zu sein, im Grunde auch Vermögen und Einkommen und ja, Mitgift oder was auch immer.
ja, zu den Zeit, also zu den, natürlich ist bei Altersarmut ganz wichtig zu wissen, die Ungleichheit von Einkommen und Vermögen steigt mit dem Alter. Das finde ich schon mal sehr wichtig. Wir betrachten ja in unserer Arbeit auch immer den Gender Pay Gap. Das heißt, wie groß ist denn die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern im Jahresdurchschnitt? Und die ist bei den unter 25-Jährigen bei 6%. Dann steigt sie an und wir haben einen, wirklich einen Break, und das sind 45 Jahre. Und bei den über 45 Jahren, bei Frauen von über 45 Jahren im Vergleich zu Männern über 45 Jahren, ist sie bei 29%. Wenn man von 5 auf 29 gestiegen. Genau, von 5 auf 29 gestiegen in dieser Zeit. Und wenn man dann den Pension Gap anschaut, also was im Grunde der, also die Renten, die Pensionen angeht, dann sind wir bei einer Lücke von 46%. Das heißt, mit dem Alter steigt die Ungleichheit, und das hat natürlich was mit Biografien, das hat was mit Lebenslauf zu tun. Ganz einfach damit, dass die Lebensleistung von Frauen eben nicht gleich gewertet wird, und da sind wir bei dem großen Thema unbezahlte Care-Arbeit. Das heißt, die Lebensleistung von Frauen wird eben nicht gleich berechnet, sondern wir rechnen im Grunde, wovon bekommt man Rente? Man bekommt Rente von der Erwerbstätigkeit. Mhm. Und die Erwerbstätigkeit von Frauen, Frauen sind im Durchschnitt in Deutschland 28 Jahre erwerbstätig, aber natürlich arbeiten sie trotzdem ein ganzes Leben lang. Sie sind oft in Teilzeit tätig, sie haben oft Minijobs, sie haben schlechter bezahlte Jobs, und von denen allen zählt die Rente. Dann haben wir noch das Zuverdienermodell in Deutschland, was ja leider immer noch Ehegattensplitting, was ja leider immer noch nicht, also das ist ja wie in Beton gegossen. Und wenn man jetzt mal auf Corona blickt, viele Menschen sind in Kurzarbeit gegangen, aber das Kurzarbeitergeld, das rechnet sich nach dem Nettolohn. Und wenn Sie eben in einem Ehegattensplitting sind mit der schlechteren Lohnsteuerklasse, dann haben Sie auch davon weniger Einkommen, was das Kurzarbeitergeld angeht. Das heißt, es sind ganz viele Faktoren, die letztendlich dazu führen, dass Frauen weniger verdienen, weniger, dann auch weniger Rente bekommen, und das zieht sich durch das ganze Leben durch. Und wir haben hier in Bremen leider an vielen Stellen wirklich eine rote Laterne. Wir haben die niedrigste Frauenerwerbsquote bundesweit, wir haben die niedrigste Frauenerwerbsquote, was Alleinerziehende angeht, wir haben die höchste Teilzeitquote und wir haben die höchste Quote von Minijobs. Also wir sind ganz oft hier in Bremen wirklich mit der roten Laterne ausgestattet, und das immer zum Nachteil von Frauen. Dazu kommt, wenn man jetzt schaut, wo sind denn die Knackpunkte in einer Biografie, dann fängt es eigentlich an mit der Berufsorientierung, mit den klassischen Frauenberufen, dass eben immer noch viele Frauen in klassischen Frauenberufen arbeiten und die dann eben schlechter bezahlt sind. Also auch da fängt es eigentlich schon an, und dann geht es weiter. Spätestens wird die Lücke eigentlich am größten auseinander. Als Tabakhändlerin war Mutter Cordes oder Meta Cordes jetzt nicht in einem frauenspezifischen Beruf, sondern da hat sie schon versucht, sozusagen auch in eine Wachstumsbranche zu kommen, und wie gesagt, dann war der frei für sie. Wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter und stellen jemanden vor, den man vielleicht, stellen wir uns das gesund, als bisschen als moderne Version einer Mutter Cordes sehen kann, eine Frau, die auch, eine heutige Bremerin, die heute in Bremen lebt, in Bremen-West, Grüppelingen, die sich auf eine ähnliche Art durchschlägt, ähnliche Probleme hat, auch alleinstehend ist, einen Migrationshintergrund hat, wo das Thema strukturelle Altersarmut von Frauen genauso durchschlägt, wie es bei Meta Cordes durchgeschlagen hat. Und zu diesem Film sind wir durch einen glücklichen Zufall gekommen. Und der Zufall war, dass Orhan Kadigir, der auch hier ist, mich angerufen hat vor 2 Jahren und gefragt hat, ob wir als Böll-Stiftung diesen Film mit unterstützen können. Und eigentlich tun wir sowas nicht, weil wir keine Förderstiftung sind, sondern eine operative Stiftung. Das heißt, wir geben unser Geld schon selber aus für unsere eigenen Programme. Aber uns hat das sehr überzeugt, dieses Konzept, und ich bin froh, dass wir damals Ja gesagt haben. Und ahnt natürlich nicht, in welchem Kontext, in welchen historischen Bezügen wir das dann mal werden präsentieren können. Du hast dann auch, Orhan, weitere Förderer gefunden, die nennen wir natürlich auch heute. Das ist nämlich die Rosa-Luxemburg-Stiftung, das ist das Focke-Museum, das ist das Kulturhaus Walle.
Und das ist die 360 Grad Kulturstiftung des Bundes und natürlich das Filmbüro Bremen, das deswegen heute hier auch Mitveranstalterin ist und auch gleich noch nach dem Film zu Wort kommt, wenn wir über den Film reden mit Orhan Kalecir und seinem Mitproduzenten Dirk Meister, der auch hier ist, oder? Dirk? Ist auch da, wunderbar. Ist die Enkelin eingetroffen, die Ur-Urenkelin? Noch nicht, sonst hätten wir noch mal von vorne anfangen können mit der Legende. Ja, die Frau, die porträtiert wird, ist Ümi Çelikaya. Und ich freue mich sehr, dass wir den Film jetzt abspielen können. Das war mein Stichwort an die Technik. Und danach gehen wir noch mal eine Gesprächsrunde über den Film. Und für jetzt vielen Dank. Genau, ich weiß, was ich noch zu sagen habe, an Bettina Wilhelm und an Christel Baumgärtel für, Christel Baumgärtel für das Diskutieren über das Thema. Vielen Dank, vielen Dank. An dieser Stelle endet der Livestream, den wir gewählt haben, weil wir natürlich auch Leute beteiligen wollen, die jetzt wegen Corona nicht zu öffentlichen Veranstaltungen gehen, auch dann nicht, wenn sie Open Air stattfinden. Der Livestream endet deswegen, weil dieser Film, habe ich schon gesagt, so eine inoffizielle später, wir dürfen ihn aber schon ein bisschen angucken. Das war ein sehr nettes Zugeständnis von Orhan, dem Filmemacher. Aber das wollen wir natürlich nicht im Netz übertragen und deswegen Livestream Ende. Zuschauer, Zuschauerinnen, vielen Dank fürs Zusehen. Beehren Sie uns bald wieder. Und der Film geht